Hallo und herzlich willkommen zurück bei New Super Mario Bros. U. Wir haben uns durch 8 Welten gekämpft mit mehr oder weniger mäßigem Erfolg, auch mit guten Momenten, das muss man auch mal sagen. Und endlich sind wir hier im Schloss angelangt und stellen uns dem Kampf gegen Bowser. Die letzte Schlacht. Oh, hallo. Okay, anscheinend bekommen wir das erstmal mit Mini-Bowser. Achso, hier geht's weiter. Mit Mini-Bowser zu tun. Oder besser gesagt, Bowser Junior. Ich weiß, dass der nicht Mini-Bowser heißt, natürlich. Oh, der ist ja völlig bekloppt, der Junge. Und diese Plattformen, beziehungsweise. Ja, doch, diese Plattformen sind alles. Oh nein. Ach, Mann. Sind alles andere als safe. Okay, hallo und herzlich willkommen zurück bei New... Nein, Quatsch. Wir machen natürlich weiter. Ist jetzt nicht schlimm. Ist das letzte Level. Wir haben so oft gefailt. Da... Ist es auch nicht schlimm, wenn wir hier jetzt beim ersten Mal auf die Nase kriegen. Ah, okay. Oh, oh Gott. Pilz? Pilz? Ey, ach da. Oh, nein! Okay, der hat einfach die Blöcke zerstört. Das finde ich natürlich auch sehr, sehr unfreundlich. Okay, er ist voll in die Lava eingetaucht. Das hat ihn einfach nicht interessiert. Ach, oh, wir leben noch. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass wir hier noch leben. So, ich weiß nicht, wann jetzt der beste Zeitpunkt ist, um da rein zu springen. Oh, also ich... So, ach komm. Was war das denn? Was war das denn? Ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt noch leben. Oh, meine Güte. Kann ich den auch nicht irgendwie besiegen oder so? Oh, komm, Mann. Oh, da fehlt ein Stück. Boah, das ist echt schwer. Hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Es sah einfach am Anfang so einfach aus, aber der Moment, wenn der runterkommt, das ist so eigenartig. Ob er vor einem landet, ob er hinter einem landet, ob er direkt da landet, wo man gerade steht. Irgendwie kann ich da... Okay, jetzt ist er vor mir gelandet. Ich kann da irgendwie kein richtiges Muster erkennen. Ah, ich dachte schon, der hat den Pilz jetzt kaputt gemacht. Tu, dann wäre ich auch da hochgegangen und hätte ihm mal gezeigt, wo der Hammer hängt. Okay, jetzt... Oh, ja, jetzt ist er wieder genau da stehen geblieben, wo ich war. Das verstehe ich halt nicht. Und auch wieder. Normalerweise hätte er doch eigentlich jetzt vor uns landen müssen. Okay, sehr gut, die Plattform ist weg. Oh, wie ich durch den durchgeglitscht bin gerade. Ist optisch nicht ganz so schön gelöst. Muss ich jetzt mal ankreiden. Okay, schnell rüber. Okay. Oh. Okay, er macht uns aber den Weg frei. Volksbanken, Raiffeisenbanken. Oh. Okay, und hier müssen wir runter. Nein, hier müssen wir runter. Können wir da... Nein, natürlich nicht. Wir brauchen seine Hilfe. Oh, okay. Komm, noch einmal. Ja, obwohl, vielleicht... Nee, warte. Jetzt. Und jetzt. Gibt's hier eine Halbzeit irgendwo? Anscheinend nicht. Man hat keine Gnade mit mir. Oh, Eisblume. Ist erstmal gut. Erstmal haben. Erstmal haben. Ob wir die wirklich nutzen können, beziehungsweise sinnvoll nutzen können, wird sich später herausstellen. Oh, zurück. Okay. Plattform. Plattform. Oh, Starcoin Nummer 3 ist ja wunderschön versteckt. Ich kann mir schon vorstellen, wie ich da rankommen soll. Okay, genau. Mach das mal. Oh, am besten so. Oh, oh. Ist egal. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Den einen Treffer nehmen wir hin. Ich weiß nicht, was da hinten ist. Ob wir da irgendwie noch ein bisschen... Ja. Da ist ein Ab. Nur ein Ab? Ach, komm schon. Ist jetzt nicht der Endkampf? Okay. Ich gehe wieder durch die Holztür. Oh, hier ist eine Halbzeit. Und ich glaube, hier erwartet uns jetzt der Kampf. Eisblume? Oh, hier ist die Feuerblume. Die hätte ich natürlich lieber. Oh, sieht schon cool aus. Moment, ganz kurz mal einen Screenshot machen. Einen Screenshot. Ich hoffe, er hat das jetzt gemacht. Ach, selbst wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Kann ich auch im Nachhinein noch machen. So. Ach,
Wir haben so viel gekämpft, so viel gefeit und so viel gefehlt. Und jetzt sind wir endlich angekommen. Und wir werden freundlich begrüßt vom Hausbesitzer. Ich wollte gerade sagen Besitzer, aber ist ja völliger Quatsch. Bowser. Okay, der sieht aber ziemlich cool aus in HD. So, ich guck mal, ob ich ihn mit dem Feuerbällen halbwegs gut erledigt bekomme. Wenn das überhaupt geht. Aber er blinkt kurz auf. Ich denke mal, das müsste schon funktionieren. Okay. Ach. Sieh mal einer an. Tschüss. Mario guckt noch nach unten. Zack. Feierabend. Yay, wir haben es geschafft. Das war ja relativ einfach und jetzt können wir zu Peach. Ah, Moment. Ein Mario-Spiel wäre kein Mario-Spiel, wenn jetzt schon Schluss wäre. So, Kamek zaubert ein bisschen. Wingardium Leviosa. Es heißt Leviosa, nicht Leviosa. Okay. Es ist noch nicht vorbei. Da oben sitzt Peach und weint. Beziehungsweise sieht sehr besorgt aus. Wir helfen dir doch. Wir sind doch hier. Guck mal. Hallo. Hallo. Alles klar da oben? Ah, sie ist beruhigt. Ihr Retter ist da. Oh. So, Klappe zu. Peach tot. Feierabend. Eieiei. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Oh, der sieht so krass aus. Ach du heiliger Bimbam. Okay, Bowser? Oh, Bowser, wir können doch über alles reden. Wir können doch über alles reden. Ich meine, das war doch nicht so gemeint. Oh, ey. Rein da. Okay. Und jetzt? A? A? R? Okay, das war jetzt relativ einfach zu durchschauen und das war sehr, sehr dumm, was ich gemacht habe. Lauf, Mario, und zurück. War das knapp. Okay, wir müssen also Mini-Bowser sein Klo stibitzen und haben dann die Gelegenheit, Bowser anzugreifen. Oh. Okay, er ist richtig sauer. Ach du Kacke, dass er uns da gleich getroffen hat, ist natürlich sehr ärgerlich. Oh. Also die habe ich echt gefressen jetzt. Diese komischen Feuerbälle, die plötzlich vom Himmel fallen. Diese komischen Meteoriten. Ja, klar, noch eine Bombomb. So, hier. Oh, rein. Hoch. Und Stampferattacke. Okay, alles gut. Können wir nicht da drinnen bleiben in dem Klo einfach? Ich laufe mal vorbei. Wir sind schon wieder drin. Nee, wir wurden rausgeworfen. Okay. Und andere Seite. Lauf. Ist hier... Ach nee, hier geht's noch weiter, okay. Aber hier kommt jetzt kein Abgrund oder so rechts, ne? Okay. Ich hoffe mal, 3 Treffer reichen. Boah, der sieht so cool aus in HD. Okay. Okay, das war jetzt nicht so schlimm. Bomb-Oms. Ich zieh mal den Kopf ein. Da ist Mini-Bowser. Oh nein, ich wurde getroffen. Rein ins Klo. Okay, vielleicht ist er jetzt down. Er guckt. Und er hat auf die 12 gekriegt. Das sieht gut aus. Oh, das hat ein kleines bisschen gespritzt beim Eintauchen, meine Damen und Herren. Dafür wird es Abzüge in der B-Note geben. Wir haben es endlich geschafft. Gott sei Dank. Yay. So, willst du auch noch auf die 12? Nein, offensichtlich nicht. Okay. So, auf einmal sind wir wieder groß. Und da ist Peach. Gern geschehen. Kein Dank ist vonnöten. Das haben wir doch wirklich gern gemacht. Ein Kuss auf die Mütze.
Das war doch all den Aufwand wert. Oh, Mario. So, hier ist jetzt alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen. So, und die Koopalinge sind alle geschlagen. Und sie lassen Bowser einfach so zurück. Los, hinterher! Oh, die Tuba im Hintergrund. Oh, oh Gott, oh Gott. Ob das gut geht? Nein. Sie sinken, sie sinken, sie sinken. Oh, sie sind gestrandet. Bowser sollte vielleicht ein bisschen abnehmen. Ach, aber das Klo trägt sie hier, dieses komische, diese Keramikschüssel da von Bowser Jr. Tschüss, Ludwig. Wie sie gucken. Yay! Okay, was ist jetzt los? Achso, Credits. Okay. Ich weiß nicht, ob ich die Credits jetzt einfach rausschneiden soll. Ich meine, kein Mensch braucht die jetzt. Ist kein aktuelles Spiel oder so, aber eigentlich, naja, dem Anstand geschuldet lasse ich sie einfach mal drinne. Ja, vielleicht ein kleines Fazit mal zum Spiel. Ich kannte das Game ja vorher aus verschiedenen Let's Plays und es war auch ein Grund, warum ich mir eine Wii U gekauft habe. Hatte ich ja im ersten Part schon angesprochen. Ich bin und bleibe riesiger Super Mario-Fan, das wird sich niemals ändern, vermutlich, einfach weil es wahrscheinlich so das erste Spiel mit aus meiner Kindheit war, was ich wirklich sehr, sehr intensiv gespielt habe. Und, oh, ach, wir können die nehmen. Ich versuche die mal übereinander zu stapeln, vielleicht klappt das. Naja, nee, das klappt nicht, okay. Aber wenn ich, jetzt an die Zeit damals zurückdenke und wie sich das Spiel so verändert hat, beziehungsweise wie alles mittlerweile aussieht, bei der Wii U, nee, nicht bei der Wii U, bei der Wii hat es mir nicht ganz so gut gefallen optisch. Da fand ich auch, ich fand die Items beschissen bei dem New Super Mario Bros. Für die Wii. Ich fand den Propeller-Head fand ich irgendwie doof. Ich fand den Pinguin-Anzug fand ich auch irgendwie eigenartig. Mittlerweile nicht mehr. Eigentlich finde ich die ganz cool. Aber hier, ja, mit dem Eichelpilz, wie ich ja schon oft sagte, Fluch und Segen zugleich. Ich muss mal den Ingame-Sound runterstellen. Ich werde hier von den Trompeten gerade so zugetrötet. Ah, viel, viel besser. Nee, aber, ja, der Eichelpilz hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Werde ich jetzt trotzdem mal behandeln lassen. Aber, ja, das mit dem Festhalten, ich finde, das hätte nicht sein müssen. Klar, es hilft einem teilweise auch, aber, also mich hat es eher aufgeregt. Und ja, was soll ich sagen? Aber es hat Riesenspaß gemacht. Es ist ja sozusagen mein allererstes Let's Play-Projekt. Es war auch das erste Spiel, zu dem ich ein paar Parts aufgenommen habe. Und muss da wirklich sagen, es hat großen Spaß gemacht. Also es hat Spaß gemacht, das Spiel durchzuspielen. Ich habe ehrlich gesagt noch nie ein Mario-Spiel zu 100% gespielt. Also noch nie vorher großartig Starcoins gesammelt. So ein bisschen mal, wenn es sich halt ergeben hat, aber es hat einfach nur tierisch Spaß gemacht. Klar waren viele, viele frustrierende Momente dabei, aber es hat riesigen, riesigen Spaß gemacht. Vielleicht, wenn es ja irgendwann mal ein paar Abonnenten mehr sind, vielleicht kann ich dann auch mal zurückblicken auf das ganze Projekt und werde dann sagen, ja, das war so das erste Spiel, mit dem es so ein bisschen angefangen hat und ja. Wie gesagt, also ein absolutes Top-Spiel. Also mir gefällt es sehr, sehr gut. Ich kann auch nicht verstehen, es gibt da so eine Person, von der gucke ich eigentlich sehr, sehr gerne Let's Plays. Die hat New Super Mario Bros. Wii gespielt und auch New Super Mario Bros. Wii U hatte, als sie das Wii U Game gespielt hat, tausendmal gesagt, wie viel besser das Spiel doch als New Super Mario Bros. Wii ist. Und später, als er nochmal New Super Mario Bros. Wii aufgenommen hat, immer wieder betont, wie viel besser er das Spiel findet als New Super Mario Bros. U. Ich kann das gar nicht nachvollziehen. Erst so, dann so. Naja. Also ich finde das Spiel
genial. Ich habe eigentlich so gar keinen Punkt, den ich da kritisieren würde. Einfach nur, weil es mich schon sehr, sehr geflasht hat. Klar, es gibt einige Sachen, da kann man vielleicht drüber meckern oder so. Aber das möchte ich einfach gar nicht. Und dafür ist das Spiel auch schon in Anführungszeichen zu alt. Dass ich jetzt hier noch irgendwas gut oder schlecht reden müsste. Mir hat's gefallen, alles super. Herzlichen Glückwunsch, du hast dieses Spiel beendet. Deinen Speicherdaten wurde ein goldener Stern hinzugefügt. Du kannst jetzt jederzeit im Menü speichern. Gut zu wissen. Die Röhren bringen dich jetzt auch zu einer geheimen Insel. Spring einfach in eine Röhre und probier's aus. Werden wir machen. Bringen dich jetzt zum Superstar Boulevard. Ach übrigens, hast du auch schon alle Sternmünzen gesammelt? Ja, ich hoffe. Okay, was jetzt? Alle Sternmünzen im Peach Schloss gesammelt. Wofür das wohl gut ist? Dann müssen wir eigentlich alle haben, oder? Ah. Okay, ich glaube, für jede Welt, in der wir Sternmünzen gesammelt haben, bekommen wir ein Level noch oben drauf. Du hast alle Level inklusive denen in Peach Schloss geschafft. Glückwunsch, dir wurde der zweite goldene Stern verliehen. Du hast alle Sternmünzen inklusive in Schloss gesammelt, dir wurde der dritte goldene Stern verliehen. Sehr gut. Spielstand mit Informationen über den Abschluss deines Spiels aktualisieren. Spielstand mit Informationen über den Abschluss. Ja, okay. Speichern, beenden. Sehr schön. Ja, im nächsten Part schauen wir uns denn mal den Superstar Boulevard an. Vielleicht jetzt nochmal kurz auf die geheime Insel. Ich hätte vielleicht den Eichpilz, der da lag, noch mitnehmen können. So, geheime Insel. Toadhouse. Und hier können wir, glaube ich, verschiedene Statistiken sehen. Genau, gesammelte Münzen, gesammelte Sternmünzen, plattgestampfte Gummias, was nicht alles. Drei Abmonde und so, das glaube ich alles für den Multiplayer. Erreichte Ziele mit Yoshi, mit Baby-Yoshis, alten Applause, geschnappte Mopsies. Okay, das war's, mehr nicht. Alten Applause ausgesammelt, Zielfilm, gesammelte One-Ups. Okay. Okay, ich dachte, da steht irgendwie noch ein bisschen mehr. Mich hätte mal interessiert, wie viele Schnapszahlen ich im Ziel hatte. Keine Ahnung. Oder ist das mit den Zielfeuerwerken? 28 Mal? Hätte ein bisschen mehr sein können. Hätten wir auch mehr Ups gehabt. Ist aber auch nicht schlimm. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz. Fazit. Ich liebe das Spiel. Ich finde es super geil. Ich finde es super toll. Klar, so ein paar Kritikpunkte hätte ich vielleicht noch, aber wie gesagt, muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Wenn jemand meine Meinung dazu interessiert, kann er gerne nochmal fragen oder nochmal anschreiben oder so. Aber ich fand das Spiel zu gut, um da jetzt irgendwie großartig Kritik zu verlieren. So ein paar Sachen habe ich ja auch immer schon während des Spiels gesagt, das mit dem Festhalten mit der Super Eichel, das fand ich manchmal ein bisschen nervig. Ja, ich überlege, was fällt mir noch so für Kritikpunkte ein? Eigentlich im Moment gar nicht. Müsste ich wahrscheinlich nochmal selber ein bisschen durchschauen. Und so richtig genervt hat mich eigentlich überhaupt nichts. Die Level waren alle cool designt. Die haben mir ausnahmslos gefallen. Beste Welt. Ja, beste Welt würde ich fast sagen. Oh nee, da kann ich mich nicht festlegen. Sorry. Okay, und im nächsten Part schauen wir uns denn den Superstar Boulevard an. Mal gucken. Das wird sicher auch nicht so einfach. Yay. Sehr schön. Und hier haben wir auch noch 4 Toadhäuser. Die werden wir auch dringend nötig haben. Inventar. Naja, doch, ein paar Sachen sind drin. Okay, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.